Also wir haben diesen Moment gerade noch mal gesehen, Ralf, und haben das unseren Zuschauern noch mal gezeigt. Mhm. Ein kalt wirkender Moment des Deutschen Bundestags. Ich glaube, das hat Katrin Göring-Eckardt in dem Moment auch gemerkt. Sie hat etwas gestottert. Und man muss sich einfach klar machen, die Abgeordneten gehen hier im Parlament an Wänden vorbei mit Inschriften von russischen Soldaten. Und darunter sind natürlich auch ukrainische Soldaten. Konjenko, 20. Mai 1945. Und in diese Situation hinein bricht dann nach der Rede alles ab. Und man geht zur Tagesordnung über. Das war schon ein schwieriger Moment, wenn man es mal diplomatisch ausdrücken will. Friedrich Merz ist bei uns, Fraktionschef der Unionsfraktion. Wie haben Sie die Rede erlebt, Herr Merz? Es sind ja nicht nur bewegende Bilder, die uns in diesen Tagen und Wochen beschäftigen und auch beschweren. Es sind ja auch bewegende Worte wie die des ukrainischen Staatspräsidenten Selenskyj, der heute im Deutschen Bundestag an den Deutschen Bundestag eine Bitte gerichtet hat. Und das war der Grund dafür, dass wir gesagt haben, das kann man doch nicht im Raum einfach stehen lassen. Wir haben die Bundesregierung gebeten, dazu etwas zu sagen. Ja, und jetzt sind wir wieder bei der Tagesordnung und sprechen über Impfpflicht. Ich empfinde es als einfach unpassend. Es ist Ihnen dann vorgeworfen worden, die Rede zu parteitaktischen Manövern zu missbrauchen. Sowas geht dann schnell im parteilichen Hickhack unter. War das eine Sternstunde des Parlaments? Eher nicht. Naja, genau das war es eben nicht. Wir haben schon zu Beginn der Woche die Fraktionen im Deutschen Bundestag gebeten, doch nach dieser ja angekündigten und auf der Tagesordnung auch vermerkten Rede des Staatspräsidenten der Ukraine eine Regierungserklärung des Bundeskanzlers abzugeben, eine Einschätzung der Lage abzugeben. Wir haben jetzt vor knapp drei Wochen das letzte Mal gehört, wie der Bundeskanzler die Situation sieht. Die Bundesregierung hat sich dazu nicht in der Lage gesehen. Das ist keine Parteipolitik, sondern wir bemühen uns im Gegenteil darum, möglichst viele Gemeinsamkeiten auch in Deutschland zu ermöglichen in diesen schwierigen Tagen und Wochen. Aber wir müssen informiert werden. Auch die deutsche Öffentlichkeit muss informiert werden. Wir müssen die Meinung der Bundesregierung kennen. Wir müssen wissen, was bei den großen internationalen Konferenzen besprochen worden ist. Letzte Woche ein Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. In den nächsten Tagen ein Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der NATO. Und das deutsche Parlament wird nicht informiert. Das ist unser Punkt und das hat mit Parteipolitik nun wirklich gar nichts zu tun. Wie erklären Sie sich diese strikte Ablehnung einer Debatte oder auch nur einer würdigen Pause im Tagesgeschehen? Ja, ich habe noch keine abgeschlossene Meinung dazu. Ich nehme den Bundeskanzler schon seit Anfang an, lange vor dem Krieg, war als jemand, der mit Reden an die deutsche Öffentlichkeit, auch im deutschen Parlament, sehr sparsam ist. Er tut viele Dinge im stillen Kämmerlein des Kanzleramtes. Sicherlich nicht alles falsch, in der Ukraine-Krise sicherlich vieles richtig. Aber er äußert sich nicht, er erklärt nicht. Und die Menschen sind verunsichert in Deutschland. Viele Menschen haben mittlerweile richtig Angst vor Krieg, auch vor allem die Älteren. Und da finde ich, muss ein Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland jede Gelegenheit nutzen, zu erklären, zu erläutern, seine Einschätzung abzugeben. Und da kann man nicht drei Wochen zwischendurch einfach verstreichen lassen. Heute wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Der ukrainische Präsident hat sich die Höflichkeiten weitgehend gespart und ist auch auf die sehr schmerzhaften Dinge der deutschen Ukraine-Politik eingegangen, darauf, dass Nord Stream 2 lange Zeit als privatwirtschaftliches Projekt bezeichnet worden ist, auch von Scholz' Vorgängerin Angela Merkel. Er hat darauf hingewiesen, wie langsam und zäh es gewesen ist, die Sanktionen durchzusetzen. Muss sich die Union da auch mit Kritik gefallen lassen? Einige bei uns sicher. Ich habe das immer bestritten, dass Nord Stream 1 und Nord Stream 2, vor allem Nord Stream 2, angeblich nur ein privatwirtschaftliches Projekt war. In der Energiewirtschaft ist alles politisch und eine solche Pipeline ist hochpolitisch. Das haben auch alle Akteure natürlich gewusst. Sie haben versucht, es aus der politischen Debatte, vor allen Dingen aus den Diskussionen in der Europäischen Union herauszuhalten. So, und das gelingt jetzt nicht länger. Insofern ist das auch eine harte Konfrontation mit der Realität. Trotzdem hat Selenskyj natürlich einen Punkt, wenn er sagt, wir hören von euch immer dieses rituelle Nie wieder und wir stellen jetzt fest, das ist alles relativ wenig wert. Was kann man ihm darauf antworten? Ich finde,
Ich kann es nachvollziehen, was er sagt. Aber ich finde, dass wir viele Dinge schon in den letzten Wochen getan haben. Denken Sie mal zurück an die Diskussion über Waffenlieferungen. Vor 3 Wochen hat es eine Mehrheit im Deutschen Bundestag strikt dagegen gegeben. Heute ist es völlig klar, dass wir Waffen liefern. Vor 3 Wochen hat es eine strikte Mehrheit dagegen gegeben, SWIFT abzuschalten. Heute gibt es eine selbstverständliche Mehrheit dafür, dass wir das tun. Also wir tun eine Menge. Wahr ist, dass Deutschland manchmal etwas zögert, auch in den internationalen Organisationen ein bisschen bremst. Das wird uns auch, wie ich finde, zu Recht zum Vorwurf gemacht. Aber dass wir nicht in diesen Krieg eintreten können, dass die NATO nicht Flugverbotszonen errichten kann, das ist, glaube ich, Konsens in Deutschland, auch in der NATO, in der Europäischen Union, auch im Deutschen Bundestag. Und das muss man ihm erläutern, erklären. Ich kann es verstehen. Wir sind aus guten Gründen anderer Meinung. Dann hat die Ukraine-Krise auch innenpolitische Auswirkungen auf Deutschland. Es kommen immer mehr Flüchtlinge an, vor allem Frauen und Kinder. Das Management hat noch Luft nach oben, wenn man die Vorgänge zumindest hier am Hauptbahnhof in Berlin sich anguckt. Es ist nicht nur der Hauptbahnhof von Berlin betroffen, es sind viele Bahnhöfe in Deutschland betroffen. Wir bekommen eine große Zahl von Flüchtlingen von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, die nach Deutschland kommen, überwiegend Frauen, Kinder, ältere Menschen. Wir haben es der Bundesregierung vor 3 Wochen schon gesagt. Wir haben es Ihnen vor 2 Wochen nochmal mit Nachdruck gesagt. Richtet einen Krisen- und Koordinierungsstab zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ein. Das ist von der Bundesinnenministerin abgetan worden. Das sei nicht nötig. Die Zahl sei so klein. Das würde hier alles ohne Probleme gemacht werden. Es wird eben nicht ohne Probleme gehen. Und unsere Einschätzung der Lage ist, es werden noch sehr viel mehr. Wir müssen die Flüchtlinge aufnehmen. Die müssen registriert werden. Wir müssen auch wissen, wer sie abholt. Und wir haben es der Bundesregierung gestern gesagt, die Polen machen es wirklich vorbildlich gut. Da wird jeder Flüchtling registriert, da wird jeder Flüchtling auch mit einer Telefonkarte ausgestattet, da wird registriert, wer die Abholer sind. Das wird alles mit einem deutschen Softwaresystem aufgenommen. Warum geht das in Deutschland nicht? Wer trägt die Verantwortung? Das Bundesinnenministerium? Es gibt hier eine ganz klare Verantwortung, auch eine klare Kompetenzverteilung. Die Bahnhöfe der Bundesrepublik Deutschland sind unter der Oberaufsicht der Bundespolizei. Die Bundespolizei gehört in den Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern. Und die Innenministerin der Bundesrepublik Deutschland heißt Nancy Faeser. Es gibt eine klare persönliche Verantwortung für die Unterbringung, für die Aufnahme, für die Verteilung der Flüchtlinge. Und das ist die Bundesinnenministerin, niemand anders.